Und willkommen zurück bei Let's Play Faster Than Light. Letztes Mal hatten wir eine Pause. Nein, hatten wir sehr viel Action, ey. Wir sind einem Schiff gefolgt, was dann doch größer war als erwartet. Konnten es aber dann doch besiegen und wir hatten Intruder an Bord, die uns alles kaputt gemacht haben. Und ja, es war echt... Es war doch verblüffend. So, warte mal, ich will nur mal ganz kurz... Okay, bringt nichts. Gut, Jump. Will ich tun. Jump, jump. Jump zum Exit. Und das, obwohl wir gar keinen Sprit mehr haben. Wow. Yay. Wir sitzen im nächsten Sektor fest. Im vorletzten Sektor. Ohne Sprit. Yay. No fuel. Wait, was bleibt uns anders da übrig? Für eine Drohne, ja, ja, komm, gib her. Das ist ganz gut, dass man wenigstens so dann doch noch an ein paar Sachen kommt. So, jetzt haben wir das alles bemannt, ja, ja, da, da, da. Eins übrig. Gut, gut. Wir könnten direkt dorthin, aber ich würde... An sich ist es egal. Es ist egal, komm. Gehen wir dort lang. Pirate Fighter! Er ist der Dread Pirate Tuco! Prepare to die! Nix prepare to die! Prepare you to die! Hoffe ich. Doch, irgendwie. Gut, der hat nichts Besonderes. Wir gehen einfach volle Bulle auf die Waffen, damit er uns nicht ärgern kann. Was ist das? Der hat ein... Was ist das? Für ein Schild? Im Ernst, was war denn das für ein Schild jetzt? Ach, wir haben ja auch unsere Cloaking-Funktion. Oder? Doch, die habe ich doch gekauft letztes Mal, ne? Cloaking. Die muss ich ja noch einsetzen. Nee. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Freunde. Pam. Das war's. Und wir bekommen trotzdem Sprit. Sehr cool. Kann man die besetzen? Stellt sich mir jetzt nur gerade... Warte, ich versuche gerade mal. Brian! Kann man das besetzen? Nö. Kann man nicht. Na gut. Und wie setzt man das ein? Ich probiere das gleich einfach mal irgendwie. Man kann es verbessern, okay. Bräuchten wir wahrscheinlich auch sowieso erstmal... Power brauchen wir ja eh immer. Dann machen wir, weißt du was, machen wir es einfach mal eins hoch. Können wir es nochmal powern. Und dann können wir uns... mal ganz entspannt gleich tarnen. So. Doch, das machen wir gleich mal. Aha, aha, aha. Eine Tankstellenplattform. Geil. Ja, machen wir. Okay. Sprit klauen. Würden wir nie tun. Sprit klauen, sowas. Macht man nicht. Nein, nein. Haben wir auch nicht getan. Der kam uns einfach so zugeflogen. Aha, ein Distress Call. Ein nahes Enki-Schiff. Okay.
Ein Enkelschiff, denen helf ich immer gerne. Natürlich. Und es sind natürlich Mages. Natürlich, Mages, wer sonst? Okay. Wir heilen uns jetzt noch nicht. Der hat keine Raketen, also gehen wir einfach auf das. Wir gehen einfach hier auf das Ding. Der schickt uns da gleich sowieso einen rüber, siehst du? Mr. D, it's your turn. Boah. Warum sind die denn immer so stark? Das ist blöd. Wir machen das jetzt mal. Kann ich dann auch schießen noch? Ich hab keine Ahnung. Oh oh. Mr. D muss kurz flüchten. Brian auch. Läuft das jetzt noch? Oder wir können uns wahrscheinlich gar nicht tarnen, während die uns da bombardieren. Hui. Nein, Franke! Hallo? Boah, Leute. Was ist hier los? Greif mal hier den Mentes an, du Idiot. Nicht als den. Wir haben es zerstört, aber trotzdem, dieser Blöde. Ach ja. Ach, die bedanken sich und schicken uns Emily an Bord. Jetzt haben wir noch ein Crewmitglied, ja, meinetwegen. Danke. Emily kann dann gleich mal hier vorne helfen beim Kämpfen, denn irgendwie... war das keine so gute Idee. Emily dahin zu schicken. Hier, Leute. Das ist eine Rechte zum absoluten Abkotzen. Jetzt mach den endlich fertig, das ist so ein blöder Mentes, der hält so viel aus, deshalb. Jetzt. Oh Gott, ey. So ein Mist. Mr. E, so eine Waffen. Franke wieder nach vorne. Mr. D war beim Schild. Brian war beim Motor. Was machen wir mit Emily? Emily. Was macht denn Emily? Ich glaube, das mit den Türen ist gar keine so schlechte Idee. Das gibt uns ab und zu mal mehr Zeit. So, Drohnen haben wir auch noch genug. Dann machen wir die. Warte mal, machen wir die oder machen wir die nicht? Ach komm, wir sparen sonst erstmal. So. Brauchen wir natürlich nur so eins. Jump! Store! Führt kein Weg dann vorbei, wir müssen zum Store, müssen wir einmal wieder zurück, aber ist egal. Sprit. Drohnen. Die haben nur Cruise, Halbeam, S-Bomb, braucht kein Mensch. Aha, aha, höchst interessant. Ja, gut.
Ne, wir müssen hier entlang. Dann zum Distress Beacon. Bacon. Der Langstreckenschinken. Haha! Ich wusste, es würde jemand in unsere Falle treppen. In unsere Falle tappen. It's a trap. Okay, ein Piratenhinterhalt natürlich. Was sonst? Was auch sonst? Und wir gehen einfach auf die Waffen mit allem. So, und dann tarnen wir uns auch mal. So lange, bis die Waffen aufgeladen haben. Das ist an sich echt ganz praktisch anscheinend. Pam pam. Den einen Laser hier, den Heavy Laser, der nützt uns irgendwie nicht so viel, ne? Ich glaube, den können wir uns sparen. Nö. Da wären andere Laser, glaube ich, sinnvoller. Pam. Macht sie fertig. Okay, und ich kann immer noch so feuern. Das ist natürlich echt glorreich. Oh, Leute. Jetzt endlich fertig hier den Typ, das ist so. Was? Mr. D! Ach komm, Emily. Emily repariert das. Nicht, dass wir hier jetzt gleich am guten Sauerstoffmangel sterben. Puh, 71, nicht schlecht. Huiuiui. Das ist ganz gut. Achso. Ist auch sofort repariert, das ist natürlich auch gut. Ja, meinetwegen. So soll es sein. Ich will mal gucken, ist hier noch ein Store? Hier ist kein Store mehr, ne? Von dort kann ich auch dorthin, dann... Warte mal. Das machen wir jetzt voll. Dann machen wir kurz die Hüllenreparatur. Denn ich habe das Gefühl, wir werden nicht mehr viel Chancen dazu haben, hier irgendwas zu erledigen. Gut. Gut, gut. Rate of Refill, okay. Jo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir nehmen das. Dann können wir vielleicht noch zwei abgrasen. Okay. Ja, doch, da können wir noch einen abgrasen. Das funktioniert wunderbar. Booby Trap the Catch. Was? Okay, eine Engi-Kolonie, die sich auf der anderen Seite vom Mond verstecken. Aha. Hm, machen wir. Ach, cool. Okay, die locken jetzt die, die Flotte auf sich. Und geben uns so etwas mehr Zeit. Das wäre... Für zwei Züge, ne? Machen wir das oder machen wir es nicht? Eins, zwei... Ach, ich wäre ein Feigling, wenn ich es nicht machen würde. Ach, das ist ja nett. Die installieren uns wieder einfach eine Waffe. Cool. Ein Iron Blast. Toll.
Das ist echt... total toll. Bringt uns aber nix. Außer, dass wir ihn verkaufen können. Könnte ihn jetzt... Nee, jawohl, nee, der braucht... Okay, er braucht eins. Könnte den jetzt auch für den Heavy Laser, dann könnte man... Nee. Nee. Nee, lassen wir. So, jetzt dann hier zurück. Und dann jetzt dort. Und dann packen wir das. Holy crap, a weapon is... okay. Ja, danke. Meinetwegen. Fliegt einfach mal so eine Waffe hier im Space rum. Nochmal ein Einblast. Nummer 2. Aber wir haben keinen Waffenspace mehr, ne? Das ist echt blöd. Das wäre cool, wenn man das noch hätte. Das wird auch nix, ne? Ich lasse das mal kurz so. Last Stand. Okay, dann warte mal. Was können wir hier noch pushen? Kacke. Wir fliegen erstmal dahin. Vielleicht wird man da ja noch nicht sofort angegriffen. Ach du Scheiße. Okay, wir sind am Außenposten nahe der Föderationsbasis angekommen. Okay, Admiral Tully kommt zu uns und fragt uns natürlich, was hat das zu bedeuten? Wer sind wir? Wer bist du? Wir erklären unsere Mission. Okay, General Turzelin von der Engi-Brigade fängt an zu reden. Und ich verstehe nicht, was er sagt. Okay, er schlägt, glaube ich, einen Gegenangriff vor. Auf die Rebellentechnologie. Um halt alles zu riskieren und ja. Und wir erklären dann die Schwachstelle der gegnerischen Flotte, das Rebellenflaggschiff. Oh nein. Okay, die halten, versuchen ihre Kriegsschiffe hier aufzuhalten. Und wir müssen das Flaggschiff zerstören. Das ist ein Witz, ne? Rebel Flagship. Flagship will destroy the Federation base if it spends 3 turns there. Okay. Die repairen for free, aber was ist das? Was bringt die Base? Drop that base! I don't know, wir fliegen einfach mal hin. Zur Base. Okay, Transporter werden von einem Rebellen-Bomberschwadronen angegriffen. Okay, das können wir nicht zulassen. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen einen Gegenangriff starten. Ich würde ja gerne irgendwie verhindern, dass die hier rüberkommen. Würde ich gerne irgendwie verhindern. Ich weiß nur nicht wie. Obwohl doch. So, vielleicht. Natürlich funktioniert das nicht. Das war zu spät.
Funktioniert echt alles hervorragend hier. Was ist hier los? Ihr geht schon wieder echt so ab, ey. Jo, klar, immer drauf auf uns. Wow, wir haben so gut wie keine Chance. Schicken die uns eigentlich noch mehr Crew rüber? Das kann ja, an sich kann das ja eigentlich gar nicht sein, ne? Weil irgendwann... Irgendwann haben die ja auch gar keine Crew mehr. Ey, was ist denn hier los? Wir machen uns voll fertig. Wir machen uns voll fertig hier. Obwohl, jetzt kriegen sie es. Jetzt setzt's was. Komm schon. Pam. Übel. Es wird immer härter hier. Echt übel. Okay, wir bekommen eine Nachricht. Danke fürs Helfen, Captain. Very dangerous. Okay, wir tun einfach, was wir für richtig halten. Aha, eine Space Station, eine verlassene. Ja, wir gucken mal. Und wir bekommen sogar was. Gut. 37 Scrap. Ist das sinnvoll, das jetzt aufzuheben? Ich bin mir ja eigentlich da gar nicht sicher. Warte mal, wenn ich das jetzt... Ich das jetzt tue, ne? Kann ich aber trotzdem keine Waffe mehr hier hin tun? Natürlich nicht. Warum auch? Warum habe ich das jetzt getan, ich Idiot? Das war total klug. Das war richtig klug. Scheiße. Naja. So, reparieren wir kurz. Das ist echt gut mit dem Drohnending. Das ist wirklich super. So. Okay, dann jumpen wir hier und zur Base und das Ding kommt dann dorthin. Dann können wir uns dort ganz gekonnt treffen. Falls wir nicht vorher irgendwie vernichtet werden. Okay, unsere Scanner zeigen intelligente Lebensformen. Wir gucken mal. Mit einem kleinen Shuttle landen wir auf dem Planet. Was? Der bevölkert ist von bunt gefärbten, sechsbeinigen Pferdekreaturen. Was? Wir versuchen mal, freundlich zu kommunizieren. Und wir bekommen sogar was. Ach cool. Also sie verstehen uns nicht und als wir gerade gehen wollen, kommt einer von diesen sechsbeinigen Pferdeviechern zu uns und möchte, dass wir ihm folgen und führt uns zu einer Engi-Crash-Site, also einer Engi-Absturzstelle von einem Schiff. Und da finden wir den Joel, den wir reaktivieren und jetzt haben wir dann, ja toll, haben wir noch einen Crewmember. Schön. Hi Joel. Schön dich kennenzulernen. Der ist eigentlich...
An sich ist es egal. Ja, gut, das ist Wurst. Den könnte man jetzt... Ja, gut, den können wir als Co-Piloten. Ist der hier vorne beim Franke. Freut er sich, ist er nicht so ganz alleine. Und jetzt dann nochmal ab zur Base. Drop that base. Was wir da auch immer machen können. Aha. Okay, wir können hier nicht viel tun. Aha, aha. Ja, toll. Schön. Naja. Gut, dann würde ich sagen, reparieren wir kurz nochmal unsere Hülle. Für die letzte Schlacht. Dann, was können wir noch pushen hier? Das Ding, damit wir unsere Crew da reinschicken können. Meinetwegen auch die Sensoren. So, das ist jetzt ganz hervorragend. Gut. Und bevor wir uns in die Schlacht gegen das Flaggschiff stürzen, machen wir noch eine kurze Aufnahmepause. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut!